die Gabel und so weglegen. Dass ich hier auch Platz habe, um gleich, dass der Jürgen das zweite Gewächshaus bauen kann. So, dann warte ich mal, bis der Harry kommt. Dass die Leute immer auf sich warten lassen müssen, ey, gibt's ja nicht. Wo bleibt der denn? Sorry, aber. So, jetzt ist der Hans-Peter hoffentlich auch eingereist. Der Harry, der kommt nicht, ey. Ich muss nämlich jetzt los zum Bauhof. Na, da kommt er. Hallo Harry. Ja? Du, ich muss jetzt leider los zum Bauhof. Der hat uns eingeladen zu einem Fest. Ja. Komm, wir fahren kurz zurück. Fahren wir kurz noch hin, dann zeige ich dir, um was es geht. Okay. Also. Eieiei, kleine Macke hier. So. Und dann muss ich aber Gas geben, dass ich zum Harry, zum Jürgen hochkommen. So. So, geht um alle Bäume, die hier rumliegen. Ja. Also ich habe die hoffentlich schon auf die richtige Länge gestutzt. Ja, ja, müsste schon passen. Müsste knapp ein Anhänger voll sein. Ja. Okay. Gut, Dann schicke ich dir das, gell. Okay. Ja. Gut, okay. Danke. Jo, sagst du mir dann, was du dann kriegst? Ah ja. Okay, ciao. Ciao. So. Düse ich mal hoch. Der will nicht zu mir, okay. Muss los. Na, ab zum Bauhof.
Achtung. Ich habe die noch ein bisschen übrig gelassen. Was ist denn hier los? Okay, aber ich bin gleich da. Hoffentlich bescheißt mich der Typ nicht. So, dann bin ich mal gespannt, was der Neues hat hier oben. Das da. Ah, das ist der Herr Varuna. Hallo. Hallo, ja, tut mir leid, ich konnte noch nicht anfangen, weil ich jetzt hier hoch musste. Und dann ist mir auf dem Hinweg zum LU noch der, ich glaube, der Herr Ludwig Schmidt in meinen Reifen gefahren, ja, und seitdem ist der Reifen von meinem Traktor kaputt. Ja, dann lassen Sie den mal reparieren. Was machen Sie hier? Baumstammweitwurf oder? Kostenplan. Ja. Baumstammweitwurf. Gibt es hier irgendwie so ein Gericht oder so? Oder wer urteilt das eigentlich? Gibt es doch nicht. Es gibt auch noch keine Feuerwehr. Gab's mal. Doch, der Herr Stromberger hat mich zur freiwilligen Feuerwehr gemacht. Zum feuerfreien Feuerwehr. Zur freiwilligen Feuerwehr darf ich hier jetzt antreten, wenn Einsatz ist. Aber er hat gesagt, ich werde benachrichtigt, sobald ein Einsatz ist. Oh, hier ist ein Stück Holz. Du meinst, weil du feuerfreier Feuer bist? Jetzt wird meine Ritsch. Herr Varuna, Sie gehen gerade irgendwie im Beton, also so knietief oder so. Nee, eigentlich doch. Nicht. Nee. Doch. Ich nehme auch ein Stück Holz. Auch, aber können Sie bei eBay verkaufen. Knietief im Beton gewesen, ne? Nee, der war schon die ganze Zeit über dem Beton. Also ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der durch Beton gegangen ist. Ja, deswegen wundere ich mich ja auch gerade so. Ja, ach so, haben wir das Holz. Ja, irgendwo ist eine Zwürstchen und Cola und so. Oh, jetzt hat er mir das Stück Holz gekauft. Hier, drüben, hab da Essen. Wo bist du denn? Was hast denn du für ein Hemd an? Ja. Ein schwarzes. Hi. Holz. Aua, ah. Ja. Ah, ich war gerade irgendwie so doch am Tisch. Ich und mein Holz. Was gibt's? Da gibt's, Setzt euch hier an die Bierzeltgarnitur. Warte, ich komm auch. Wartet auf mich. Jo, Jürgen, was gibt's Neues bei dir? Schinde. Jo, Gurke. Nix, ne? Kühe jetzt am Hasseln. Ja, sonst nicht viel. Neue Mitarbeiter. Null hatte ja leider den Unfall da. Jo, wo ist denn der neue Mitarbeiter? Ja, der kann heute nicht. Der hat heute frei bekommen. Das sind ja die Besten, ey. Ich dachte, der geht wenigstens auf Berufsschule oder sowas. Aber dass die frei haben? Ja, der hat heute frei, weil gestern hatten die so einen Ausflug mit der Berufsschule und so. Da kommt der. Da kommt der Harry, der hat mein Holz geladen. Der ist nämlich noch in der Lehre. Jo, Jürgen, darf ich hier parken? Hi, ja, passt so. Ludwig? Ei. Hallo? Ja, der Ludwig, der muss ja, weg. Ja, mit dir habe ich noch was zu rupfen später. Wo darf ich den parken? Ja, hier drüben. Hier drüben. Ludwig, mit dir habe ich später noch... Harry hat alles draufgepasst. Ja. Perfekt, vielen Dank. Ja. Sieht gut aus. Gibt hoffentlich ein bisschen Geld.
Ey, Harry, hier müssen wir aber nochmal dran reden, ne? Also mit dem Plastikbomber hier. Euch Plastikbomber? Eure Plastikbomber, das ist ein schöner Deutsch. Ey, Harry, Plastik. Hier. Harry, ist das immer noch der, den du gewonnen hattest? Ja. Harry. Warum? Wie viele Stunden hatten der jetzt runter? Boah, 15. 15, ja. Ordentliche. Wenn ich anmerke, ich habe ihn gewonnen. Du wüsstest, was ich mir dann später auch mal kaufe. Ja, das ist ein schönes Gerät hier, also, ne? Dann kaufe ich mir dann schon auch. Mir Deutz. Deutz ist besser. Bin gleich da! Deutz ist beste Marke. Ich hab den Termin verfeilt. Da hast du recht. Wer hat denn hier den CB-Funk so laut eingestellt? Ich glaube, der Bagger hat den noch an. Ja, oder Bagger. Ja. Hört ihr mich? Oh, Andrea Edition. Boah. Ja. Geil. Ich bin unterwegs, hab den Termin verfeilt. Jürgen, ich mach den CB-Funk jetzt aus. Okay, also, okay, bis gleich. Jürgen, machst du eine Führung hier, oder? Aber Ludwig. Ja, wenn der Hans-Peter da ist, ja, mach ich eine Führung. Okay. Wie sollen wir das jetzt machen? Ich bleib bei der Meinung, dass du auf meiner Fahrbahn den Reifen meines Traktors berührt hast. Und ich bin der Meinung, weil wenn du ich... seid ihr? Du bist definitiv in meine Reifen gefahren. Ich bin der Meinung, dass du definitiv in meine Reifen. Hol dir ein Dosenbier. Du bist in meinen. Hol dir ein Dosenbier. Echt, darf ich? Lass den Hans-Peter mal durch. Was? Herr Müller. Lass den Müller mal durch. Ich hab mich schon gefragt, wann du es bemerkst. Ja, war ein bisschen, gerade mein Auge hat sich ein bisschen gesponnen. Wenn der Hans-Peter eingepackt ist, dann mach ich mit euch mal hier eine Führung. Jürgen! Oder Herr Müller? Guten Tag! Oh, ja, was ist das? Mach mal einfach. Ja, Volker. Lassen wir es vergessen sein. Mein Fan hat Schaden. Nein, ich hab mal hier noch ein bisschen aufgeräumt. Perfekt. Haben wir beide. Danke. War ist er ja noch. Ja, ist noch alles frisch hier. Die Reparatur kannst du lassen. Okay. Ja. Dann herzlich willkommen auf unserem Fest vom Bauhof hier. Moin. Ich zeige euch jetzt einfach mal den Bauhof und die Fahrzeuge so. Der Bauhof ist ja jetzt auch schon 100 Tage lang alt, ne? Jo. Also, ja, schon ordentlich was hier. Ja, hier haben wir unseren neuen Hallenplatz hingebaut, wo die Fahrzeuge reinkommen in die Vorhalle hier. Kann das sein, dass der Beton noch nicht so ganz fest ist? Weil irgendwie sack ich immer ein Stück runter. Ich musste vielleicht ein bisschen abnehmen. Ehre genommen. Ich glaube, ich bin dünner als Sie. Ja, genau. Nein, ausmachen. Herr Rasek? Ja. Eine Frage, wie teuer war dieser Fendt? Ich glaube, der hat 400.000 oder so gekostet. Spendieren Sie mir reinen. Nee. Der hat knapp 250 oder so. 250.000. Ja, genau. Der hat die Tür ist ja offen. Ich habe mit besser aus. Wir kaufen uns dann sowieso einen 1050er. Und ich bekomme den heute. Stunden sehe ich. Ist ja noch wie neu. Dann gehen wir einfach mal weiter. Hier haben wir einen Mercedes Actros LKW. Ist da die Tür auch offen? Ja. Das ist aber ein Arox hier. Der heißt Arox. Arox-Betriebsstunden. Genau, danke. Brauchen Sie noch einen LKW-Fahrer? Nee, wir haben leider genug Mitarbeiter. Okay. Man sieht's. Ja, zwei. Molst. Ich habe ihn heute freigegeben. Heute ist ja eh nicht so viel zu tun. Fest darf er nicht da sein. Der wird gezwungen, zu Hause zu bleiben. Ja, hier haben wir noch unseren Tieflader. Ja, schön vom Thema ablenken. Ah ja, den habe ich ja noch vor kurzem gefahren. War das der? Ja, oder genau, das ist der. Stabil. Ja, sieht man. Passt bestimmt eine Loft drauf, oder? Ja, den kann man noch ausziehen hier zwischen. 61 Tonnen, passt, oder? Oh, kommt drauf an, ne? Sollte jetzt nicht zu überladen. Ja, 100 Tonnen reichen. Ja, hier drüben haben wir noch einen von unseren drei oder vier Dollys. Was brauchst du denn so viele?
krass. Für die Traktoren. Wow. Wenn der LKW on Tour ist, dann brauchen wir... Du hast aber keine 3-4 Traktoren, glaube ich. Nee. Todeskapital, Jürgen. Verkauf das mal. Wenn ich mich nicht verzähle, ist das auch ein Dolly. Ja, hinten stehen, sind zwei noch. Ich glaube, drei haben wir insgesamt. Ach so. Ja, hier so haben wir unseren Anhänger für den Pickup. Damit, falls wir kleinere Transportsachen machen müssen, wie zum Beispiel Ex-Häuser vom Volker. Die kann man damit schön transportieren. Oder den Mini-Bagger transportieren. Hier haben wir unsere schöne Mulde. Ja, die ist schick. Die passt aber nicht. Also die ist zwar schön, aber irgendwie müsste die auch blau sein. Weil ja, die wird noch ungelackiert. Ah, ist das noch die Auslieferungsfarbe? Ja, genau. Sekundierung. Da ist so ja, meinte ich genau. Doch. Ah. Ja, hier drüben haben wir noch eine Stubenfräse. Eine Stubenfräse? Stubenfräse! Schau, ja, Harry. Mann, ey! Schau, Harry, das ist das gleiche Modell, wie wir haben. Ineinander. Junge, das sagt immer, alle sagen das gleiche. Wir können das ja mal da hinten in der noch eine Stube Winde ausprobieren. Hier haben wir noch die Winde. Ja, dieser Platz, den haben wir letzte Woche erst komplett fertiggestellt. Kann die auch nicht winden mit 100 Kilo? Klar. Wird schwer. Die zogen. Ah, hat sich gut gemacht hier, Jürgen. Ich weiß noch, wo ihr hier die Bäume gefällt habt. Das war ja vor keine Ahnung wie vielen Tagen. Ja. Hat schon einiges gekostet, dann Überwindung und so. Ja. Aber du hast noch unser Antennenfernsehen, kein Satellit. Hier steht noch unser Bagger. Aber wir brauchen ja nicht so ein gutes Fernsehen. Wir sind ja fast kaum zu Hause, nur zum Schlafen. Ich hab gar nichts. Ich hab noch nicht mal ein Grundstück. Ja, mach mal hin, ich hab keine Zeit mehr. Hast keine Zeit mehr? Ich auch nicht. Ja. Obwohl, Zeit habe ich genug. Hier ist noch Geld vom Chef. Bisschen Parkplatz. Hier auch noch. Hier noch ein kleines Gelände. Hier das ist die alte Halle, oder? Ja, genau. Hier, und was ist das Gebäude da drüben? Welches? Das da drüben, was von dem Zaun abgetrennt ist. Das da drüben, was von dem Zaun abgetrennt ist. Hier, bei dem Parkplatz, hier, wo ich gerade bin. Ah, das ist der alte Landhandel. Ach so, da hinten. Marlon? Was? Habt ihr früher mal euren Landhandel? Der Landhandel wurde früher irgendwie verwahrlost. Oh, ja, der wurde hier oben früher gemacht. Also und dann Ahnung, haben wir unten das bauen lassen. Braucht es wieder einen Landhandel? So! Ja, wir haben doch einen Landhandel, Ludwig. Ja. Das LU. Das Wohnunternehmen betreibt den Landhandel. Ah. Ja, ich war so lange in Tirol. Ja, da eben. Ich mich nicht mehr aus. So, und hier drüben in der alten Halle haben wir hier oben rechts die Zapfanlagen für Sand, Zement, den restlichen Kram halt. Und hier drüben haben wir noch ein paar Schaufeln für die für den Radlader und den Bagger. Boah, ja. Hammerhart, das Teil. So, das war mit der Halle schon weiße Gebäude. Hier in der Mitte ist unser Büro. Ja, da stehen auch Betten drin, gell? Da habe ich mal früher gepennt. Ja, ein, zwei Nächte. Betten drin, genau. Sind die bequem? Ich suche ja auch. Nee, geht so. Sind geht so. Das hier halt ist immer unsere Kippplatz. Ja, und noch ein kleiner Abstellplatz. So, dann kommen wir zu den Kühen, wie ihr schon hört. Oh. Hier muss auch. Meine Familie! Hier ist ja ein tiefes Loch. Ja, das sind reinste Bio-Kühe. Hier ist aber ein tiefes Loch, das ist ja gar nicht abgesperrt. Braunvieh. Fresh. Was ist denn bei dir da nicht abgesperrt? Da sind doch überall Zäune. Hier, wo ich gerade bin. Hallo. Wo bist du denn? Hier ist aber ein Zaun. Hier. Sind sie blind? Hier unten ist aber auch sie kein Loch. Mal, da, wo ich gerade bin. Hier unten. Nee, da ist kein Loch. Sie müssen unbedingt mal zum Augenarzt. Ja, hier unten steht eine zweite. Oder vielleicht ein Optiker. Definitiv ist da ein Loch. Definitiv ist hier kein Loch. Ich glaube, wir posten es demnächst mal auf Facebook. Ja, hier steht noch unser anderer Bagger unten in der Bube. Ja, das sieht gut aus bei dir, Jürgen. Ja, und das hier sind reinste Bio-Kühe. Oh, cool. Bio will ich auch mal machen, aber
Hier musst du mal. Ist das die Lage? Ja, das wollte ich gerade eigentlich sauber machen. Seid frei! Kam Einsatz zwischen. Will mitnehmen. Milch. Okay. Du hast. Geld. Ja, das war eigentlich schon vom Bauhof so. An sich. Gut, gut, gut. Doch, waren keine, dann kann ich ja wieder gehen. Trotzdem wundere ich mich über dieses Loch hier. Hans-Peter, wir müssen noch mal reden. Ja, dann. Gut, Jürgen, ich würde mich verabschieden, gell? Ja, dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Sie laufen hier gerade über das Loch. Gehen wir aber. Da ist aber gar kein Loch. Natürlich ist da ein Loch. Ich war beim Optiker. Ja, dann bei. So, dann verkauft er. Achso. Und nach oben. Jürgen. Ja. Was ist denn Sand? Ich melde mich dann gleich nochmal. Bist du das hier? Nee, ich bin hinter dir. Ja, ich sehe es nicht mehr. Keine. Eure Namensschilder sind weg. Ja. Ich melde mich dann gleich nochmal, wenn ich weiß, ob das mit dem Gewächshaus hinhaut, gell? Ja, dann lade ich das jetzt gleich dann auf. Ja, aber warte, dann hast du schon wenn bestellt oder was? Ja, schon da. Ich melde mich gleich. Ich weiß noch nicht, ob es. Ich brauche das ja eh. Der Harry muss erst Holz verkaufen. Jo, nimmt mich jemand mit nach unten? Tschö. Tschö. Herr Hofer, kann ich bei Ihnen einsteigen? Geht das? Herr Müller? Ja? Wo sind Sie denn? Hier. Wo ist denn hier? Ah! Wo sind Sie denn? Ich glaube, Sie sind schon weggerannt. Bei so einem grauen Pickup. Ja, da können Sie auf den Beifahrersitz einsteigen. Da komme ich gerade hin, das ist meine. Da ist aber alles voll Akten. Ja, schmeißen Sie einfach auf den Rücksitz. Nee, geht nicht. Ach so, ja klar geht es nicht. Ja, es sind ja diese Umgebauten da. Ja, ja. Okay, dann tut's mir leid. Ja, ich gehe dann trotzdem. Egal, nicht so. Tschüss. Ich bin der B-Trock. Gott sei Dank.